Guten Morgen, guten Morgen. Heute ist Dienstag. Das ist quasi der Tag nach Montag. Und Montag ist der Tag nach dem Wochenende, an dem ihr alle die Socken gewinnen wolltet. Also ich kann euch beruhigen, es gibt wirklich nur ein Paar. Jetzt stehe ich aber schon wieder irgendwo unweit von meiner eigenen Wohnung und treffe mich heute mit dem nächsten Verrückten. Der hat mir vorhin noch geschrieben, er hat gestern seine Kaffeemaschine entkalkt. Ist sich aber nicht ganz sicher, ob er häufig genug nachgespült, durchgespült, sauber gemacht hat. Wir hoffen mal, dass der gleich hier lebendig ankommt, ohne irgendwelche Zuckungen. Philipp Balzleben ist heute mit dabei. Der hat in wenigen Tagen wieder sein erstes Rennen nach einer ganz langen Pause aufgrund der Umstände, die wir alle kennen. Er fährt zur Strade Bianche und wir wollen ihn heute mal ein bisschen auf seiner Vorbereitung dafür begleiten. Es geht wohl ein bisschen ins Gelände. Ich habe extra zwei Schläuche eingepackt. Ich bin noch nicht ganz sicher, ob das so eine gute Idee ist. Auf jeden Fall ist es ziemlich warm heute. Also heute kein Rolli des Tages, zumindest nicht wegen der Temperatur. Maximal aufgrund der Wegsamkeiten. Also auf geht's, gleich kommt er. Direkt rein ins Getümmel. Walze ist da, da ist er. Kaffee hat geschmeckt, sagt er, war ein bisschen bitter, aber gut, man munkelt, Kaffee hat das an sich. So ist es Leben auch. That's life. Ja, es ist ganz anders heute als sonst. Geht gleich hier irgendwo lang, wo ich sonst nie lang fahre. Deswegen machen wir erstmal und gucken mal, wie lange mein Reifen hält. Ich habe extra zwei Schläuche mit, wurde ja bereits erwähnt. Wie viel hast du mit? Ein. Also das macht mich optimistisch. Können wir hier eine Ausstellungsfahrt machen. Wir sind irgendwo im Grunewald. Falls du sagst, wir fahren Richtung Teufelsberg, mal sehen, ob wir den Teufel treffen. Hast du sonst noch irgendwas zu sagen, wichtige Hinweise für den Mitfahrer? Nee, dranbleiben. Ach nee, ist alles gar nicht so wild. Ich hatte mir die Runde mal überlegt, weil ich 4 Höhenmeter wollte. Und 4 Höhenmeter gehen am besten auch mit ein bisschen Offroad. Und dann hat sich das so ergeben, dass das eigentlich eine ganz gute gerade Übungsstrecke geworden ist. So, Höhenmeter ist genau mein Ding. Ja. Und guck mal, da geht's jetzt lang. So, erste Kurve, einhändig habe ich schon mal verkackt, aber das kommt vor. Also weil du sagst, das ist jetzt hier der Warmmacher. Ist ja logisch. So, hier trennt sich die Spreu vom Weizen. 175 Puls ist da. So, falls irgendeiner von euch Nerds das jetzt gesehen hat, darunter, das ist der Berg, wo Jens Vogt mal vor 2 Jahren sein Everesting gemacht hat. Als Everesting noch, wie sagt man denn, unpopulär war. Ja. Als es noch keine Regeln gab. Der hat dafür schon einen Riecher, weil mit dem Stundenweltrekord hat er ja auch so gemacht. Ja. Hat er auch den ersten gehabt. Das stimmt. Also Jens, wenn du das hörst, Daumen hoch. Vielleicht treffen wir dich auch gleich hier wieder. Ja, der wohnt nämlich auch nicht weit weg von hier. Ach, das ist alles ein Zufall. So, wir sind jetzt hier auf den ersten Strade Bianche Stücken. Im Gegensatz zur Straße und Stadt ist es hier eine schöne Sache. Eine Genugtuung, ne? Eine Genugtuung mit Bäumen und Sonne und blauem Himmel. Ab und zu mal ein Jogger, aber nicht mehr. Und der ist auch nicht so schlechte Straße. Ja. Wunderschön. Ja, wir müssen dich irgendwie noch kurz vorstellen. Ich weiß, weil ich dich schon jetzt 3 Tage kenne, du kannst es ganz gut selber. Mach mal. Hallo, ich bin Philipp Walzleben. Ich fahre bei Alpecin Phoenix. Wir sind jetzt UCI Pro Team. Ich hoffe, dass ich vielleicht noch mal so was wie eine Straßenkarriere hinbekomme, wenn da mal wieder Rennen sind. Früher bin ich ja viel Cross gefahren. War dann irgendwann genug nach ein paar Jahren. Er war übrigens auch Weltmeister. Auch in der U23. Wir haben ja damals Baby-Kategorie genannt. Aber ich gebe mich halt immer mit zu guten Leuten ab, die dann darüber lachen. Ich nicht. Okay. Und
seit einem Jahr eigentlich bin ich in einem richtigen Straßenteam und versuche da nochmal zu entdecken, wo die Reise so hingehen kann. In einer Woche ist, glaube ich, gerade Bianca, was schon ein ziemlicher Traum ist als Rennen. Und da versuche ich mich hier auch so ein bisschen vorzubereiten. So, jetzt wisst ihr Bescheid, warum, wieso, weshalb und wer eigentlich. Philipp, die Straßen hier, ich würde sie gemeinhin als Waldweg bezeichnen. Du als Crosser wirst wahrscheinlich sagen Autobahn. Jo. Kann man sich das in Italien bei den Strade Bianche, was ja weiße Straßen heißt, genauso vorstellen oder ist das nochmal anders? Wenn du mal da filmst, wo du gerade fährst, das ist ungefähr Strade. Ach du Scheiße. Da, wo ich fahre, ja wirklich. Wir waren ja im Juni nochmal da. Da war es wirklich echt sehr trocken und sehr weich und viele lose Steine im Gegensatz zum März. Das wird, glaube ich, mehr eine Herausforderung als im Frühjahr, wenn es im Sommer im Trockenen gefahren wird. Man kann auch wenig aufgehen am Anstieg. Da spielt Fahrtechnik ein bisschen größere Rolle. Die Gesamtlänge des Rennens ist ja nicht so lang. Und das sind relativ viele Stücke und auch lange von 6-7 Kilometern. Da spricht man auch von Sektoren, ne? Richtig. Ich glaube, ich kann dir nicht sagen, wie viele es sind. Naja, wahrscheinlich genug. Auf jeden Fall genug und auch schon sehr früh. Bei so einem Rennen wie Roubaix gibt es ja einen sehr langen Anlauf. In Strade kommen erst die ersten Stücken schon nach wenigen Kilometern und es sind auch echte Stücken mit steilen Anstiegen. Und es hört dann eigentlich nicht mehr so richtig auf. Ja. Dafür reichen auch 180 Kilometer Gesamtlänge dann. Ja, du hast schon gesagt, Höhenmeter gibt es auch sehr viele, was man vielleicht auf den ersten Blick gar nicht denkt. Aber wie viel hat das Ding? Über 3000? Ich glaube ja, das weiß ich auch keine Zahl. Ja. Aber auf jeden Fall viele und die Stücken sind auch so, irgendwie geht es, eigentlich geht es physikalisch nicht, dass es nie runter geht. Aber da geht's. Ja. Also man ist immer oben, da kommt vielleicht ein Flachstück, was aber natürlich auch nicht rollt. Und dann fährt man wieder hoch, aber irgendwie fährt man so sehr selten bergab. Und wenn, fährt man halt mit einer 60 durch den Schotter, was mir dann auch wieder Spaß macht. Also Waldzeit Spaß. Ich habe immer noch 170 Puls. Ich habe auch zwei Hände am Lenker. Richtig, aber ich muss auch erstmal atmen. Wir hören uns. Ich habe gerade mal geguckt, wir haben jetzt 11 Kilometer, ja. Ich habe 280 Watt NP. Ja cool, oder? Einfach so. Einfach so. Normalerweise musst du dir den Kopf machen, auf den Tacho gucken, gucken, wo du schnell fahren kannst. Ich muss gucken, wo weit sie denn fährt. Wie lang ist denn die Runde heute so? Die komplette Runde ist 75. An guten Tagen fahre ich die zweimal, dann darf ich aber auch Fritten essen zwischendurch. Jedenfalls ist es schon mal vorgekommen. Ich mutmaße mal, wir fahren es ja heute mindestens ein ganzes Mal, oder? Ja, genau. Damit du auch alles gesehen hast. Scheiße, es ist ja noch 64. Ich mag das einfach. Ja. Ist so ein bisschen bescheuert, ja. Aber auch irgendwie realistisch und bescheuert vor allem nicht langweilig. Für mich vergeht die Zeit schneller als 75 Kilometer Straße flach. Wenn du den hier siehst beim Rennen, dann hast du was? Da hast du meistens einen blutenden Ellbogen oder so oder einen Bienenstich. Oder war es gerade Flaschen holen? Aber wir meinen nicht den Kuchen, ne? Was meinen wir nicht den Kuchen? Nee. Ja. Kannst du ruhig noch mal sagen, wer der Mannschaftskapitän ist? Der heißt Mathieu van der Poel. Und ist der so cool, wie alle sagen? Ja, der ist wirklich eigentlich relativ cool und normal. Also der kann auch treten wie Sau, aber ist ansonsten... Ja, munkelt. Obwohl normal ist er eigentlich auch nicht, weil er ist schon noch irgendwie ein Kind. Wir verstehen uns da ganz gut, weil wir können beide relativ lächerlich sein. Aber er kann, wie gesagt, treten wie Sau. Ich habe aber nicht das Gefühl, dass er jetzt irgendwie umherschwebt. Sondern ist schon, fühlt sich schon als einer von uns, glaube ich. Und ist auch einfach motiviert, ne? durch den Plan, den er hat und durch seinen Karriereverlauf bleibt er auch immer motiviert. Und das merkt man auch wirklich. Hast du mit dem jetzt mal Kontakt gehabt? Hat er jetzt irgendwie ein klares Ziel rausgegeben für die ersten Rennen? Will er gleich wieder voll loslegen? Oder? Ja, also... Er will ja immer voll loslegen. Außerdem ist es so, dass wenn man die italienischen Rennen jetzt schon mal gefahren hat, Strade und Sanremo, man weiß nicht, was danach noch kommt oder abgesagt wird. Und wir waren auch heimlich eine Woche in Italien für Strade und Sanremo, was so ein bisschen keiner mitbekommen hat und keiner mitbekommen sollte, damit der Druck da ein bisschen niedrig bleibt. Und Sanremo ist, glaube ich, schon ein ziemliches Ziel für ihn, logischerweise auch. Also da wird auf jeden Fall nicht gespielt und auf jeden Fall nicht abgewartet, sondern da ist auf jeden Fall gleich Fokus drauf.
Da gibt es dieses Jahr vielleicht mal eine Attacke vorm Pocho. Ich habe ja die Kombi auf der Capo Berta, seitdem wir da waren, wo er mir auch eigentlich angefahren hat. Er hat gesagt, ich guck einfach mal, wie weit ich komme. 500 Watt und da konnte ich hinten raus noch drüber gehen. Ich hoffe aber nicht, dass er mir im Rennen die Kombi klauen will, weil das wären vielleicht ein bisschen verschossene Körner. Thema Kombi bleibt auch, weil der Hügel, den wir jetzt hochfahren, da habe ich die Kombi ebenfalls. Das geht raus an alle Mountainbiker, die verzweifeln. Ja. Denn du hast den mit dem Straßenrad. Geht, glaube ich, auch nicht mal richtig mit dem E-Bike. Jedenfalls nicht mit dem 25er. Wo hinten raus fahre ich schon langsam. Wo geht's jetzt lang? Krieg links. Man muss für die Kombi dann hier hinter mir rechts Schwung holen. Achso. Und dann muss man hier Tempo halten. Jetzt musst du die Kamera an den Lenker machen, damit du nicht umfällst gleich. Das ist auch Mathieu. Da eiern wir irgendwo ins Strade, im Berg hoch, im Schotter. Und keiner kann eigentlich schneller fahren, weil alle durchdrehen. Aber irgendwas macht er. Und innerhalb von 5 Sekunden hat er eigentlich 5 Sekunden Vorsprung. Wer würde im Rennen jetzt hier oben angreifen? Wer? Alle, die noch können. Aber dann auch wirklich alle. Weil hier oben passiert es ja, ne? Dieses DR2, großes Kettenmarktgeräusch. Mein NP ist hochgegangen. Wir sind 5 Kilometer weiter. Jetzt habe ich 282. Alter Vater. Du hast mir vorhin gesagt, wir fahren hier so, also für dich, gestern war richtig Training, heute ist ein bisschen Kullern oder so. Geht sicherlich nicht an den Anstiegen, oder? Also da tut es dann auch bei dir ein bisschen weh. Nee, weh tun noch nicht. Außer mit dicken Steinen an Schienbein. Ah, gut. Aber vom Bein her ging es noch, ja. Naja, ich habe auch echt geübt. Okay. Das ist ja Wettbewerbsverzerrung, was wir machen. Nicht arbeiten gehen und immer ins Trainingslager. Ja. Zählt ja nicht. Na gut, das ist ja eure Arbeit. Ja. Lässt mich jetzt zu dem Schluss kommen, dass du grundlegend eigentlich eine relativ hohe Fitness jetzt hier an den Start bringst zum Wiedereinstieg. Ja, zufällig ist es so, ne? Es gibt ja verschiedene Leute, die machen sich darüber Gedanken. Ja. Ich führe das dann aus, was die sich ausdenken und jetzt hat es bis jetzt ganz gut geklappt. Ja, du kannst auch noch mal einen Gruß an deinen Trainer senden. Hey Fossi, ich mache heute ungefähr das, was du fast gesagt hast. Kann das bezeugen. Ja, außer dass ich ein paar Wellen hochfahre. Ich weiß bloß nicht, was du gesagt hast, aber grundlegend ja. Was hast du jetzt an Kilometer dieses Jahr? Hast du da mal drüber nachgedacht? Nee. Ich weiß nicht, ob ich das schnell rausfinden kann. Ja, aber können wir ja nochmal nachforschen. Das wird dann hier unten eingeblendet. Genau, Link in der Beschreibung. Aber hast du tendenziell jetzt eher mehr, weil du viel mehr trainiert hast? Und obwohl keine Rennen waren? Oder pari-pari? Ja, und ich habe ja auch viel auf Kilometer trainiert, eher auf Länge. Und vor allem auch hier im flachen Brandenburg. Da werde ich schon überdurchschnittlich viel haben, weil ich ja als Crosser auch immer nicht so viel Kilometer gefahren bin. Das stimmt. Das kommt so am Ende des Jahres vielleicht raus, 25, 30? Könnte sein, ja. Habe ich echt keine Ahnung, weil ich hatte mal, mein P&S-Jahr war mit 17.000. Da hat sich relativ bescheiden, da hatte ich aber auch hat übrigens die Bundesliga gewonnen in dem Jahr. So schlecht war es nicht. Ja, genau. Und das war aber die größte Veränderung zum Straßenprofi sein, waren wirklich die langen Trainingseinheiten und auch die Rennen zu überstehen. Weil früher war ich eigentlich nach 4 Stunden kaputt. Ja. Und jetzt ist es hoffentlich besser. Im Rennen muss ich das erst noch beweisen. Ganz normale Rennradstrecke, Freunde. Ganz normal. Ihr seht hier auch die Abdrücke von den Mountainbike-Fahrern. Die haben sich alle nur verfahren. Die gehören hier nicht hin. Scheiße. Mutti, wenn du das siehst. Sorry. Walze? Geil. Boah, das passiert, wenn man nicht weiß, wo es lang geht. Bin ich hier mitten im Wald? Ich hoffe, ich finde den Dengel jetzt wieder. Ist ja richtig lost hier. Alter. Ist ein bisschen wie bei Blair Witch Project. Irgendwann kommt er jetzt hier lang geschossen. Da ist er. Ich glaube, ich bin falsch abgebogen. Ich habe an der falschen Stelle gewartet. Wir können auch eine Kurve machen. Ich dachte, ich wäre gerade echt lost. Aber ist ja Hammer hier. Und da fährst du mit dem Rennrad runter. Du hast doch echt eine Vollmeise. Bisschen. Man könnte auch sagen, Hobby-Level 1 Million heute. Aber dafür ist es viel zu cool. Ja, was soll man sagen? Gelernt ist gelernt. Leck mich an den Füßen. Ich gewinn's, der mit den Carbonfelgen und ohne Scheibenbremsen übrigens. Ah, und der nimmt 90 Kilo, das hab ich ganz vergessen.
Fuck! Wir müssen jetzt hier kurz eine Frage beantworten. Also hier ist ein Komm hoch, sagst du? Ja. Wie lang ist der? Ich glaube eine knappe Minute. Und unlangs, ist der Deutsch? Nee, ne? Nee. Vor kurzem wurde die mir von meinem Coach geklaut. Ja, das geht gar nicht. Auf keinsten. Aber irgendwie also ist schon immer noch ganz... Ist schon ein Rückenwind hier. Dann spritze ich auch eine Minute. Ja, na dann fahre ich noch mal links und noch eine Runde. Ich warte hier. Warte wo, du hier. Wo ist denn das Ziel? Ja, oben. Also hier rechts und dann geht's noch eigentlich, ja, genau bis oben. Na gut, dann ich warte hier, du kommst an und dann fahr ich hier vielleicht noch mit. Also wir haben jetzt 1,23 Fahrzeit, da steht es irgendwo. Also diese letzten 1,23 haben echt wehgetan. Das Schlimme ist, Walzer erzählt mir hier die ganze Zeit, dass das für ihn sehr entspannt ist. Das freut mich natürlich sehr für ihn. Für mich jetzt weniger. Aber er ist auf jeden Fall sehr cool. Da kommt jetzt hier wahrscheinlich gleich angefeuert mit 8000 Millionen Watt und will den Komm holen. Ich habe die steile These geäußert, dass ich da vielleicht versuche, irgendwie hinterher zu fahren. Kann ich ihn ein bisschen anfeuern. Mal sehen, das sollte ich wahrscheinlich nicht schaffen, weil er hier mit einer 55 eingeschossen kommt. Aber Grüße gehen auf jeden Fall raus an Fossi, der den Komm hier hält. Im Übrigen fühle ich mich heute wie ein richtiger Rennfahrer, denn zumindest mal meine Beine sehen so aus. Achtung! Geil! Das ist jetzt nicht, weil wir durchs Nasse fahren sind, sondern ich habe geschwitzt und da ist Staub vom Feinsten. Ah, fahren wir jetzt mal hin! Zumindest nicht schneller. Der Komm sah auf jeden Fall sehr schnell aus. Ich weiß nicht, was meine Aufnahme taugt, ob man da irgendwas sehen kann bei mir, aber ich bin irgendwie 30 Sekunden voll Anschlag gefahren. Nicht rangekommen. Und du sagst, du warst auch schnell. Könnte sein, ja. Also vielleicht angestoppt bin ich schneller als die jetzige Bestzeit, aber ist natürlich immer schwer zu sagen. Meine Watt waren aber okay, die waren einen Tick über der jetzigen Bestzeit von jemandem, der einen Tick weniger wiegt, glaube ich. Ja, wir wird auf jeden Fall spannend. Der Wind war okay. Wie gesagt, mein Rad ist schneller als das von Paul damals. Das könnte schon passen. So, heute gibt es keinen Kuchen. Es werden viele empört sein. Ich bin es auf jeden Fall. Aber hat einen Grund. Ja, welchen? Dass ich keinen Hunger auf Kuchen hatte. Achso, ich dachte, weil du Form hast und Gewicht machen willst. Nee. Sollst. Ich bin auch, manchmal habe ich nicht so viel Lust auf Teig. Mit wie vielen Jahren hast du angefangen? Wisst ihr das noch? Ja, mit 11. Also auch schon eine Weile? Ja. Charlotte hat letztens erzählt, sie hat mit 8 angefangen, glaube ich. Ja, wann fängt man an, ne? Bei Vereinseintritt. Ja, also nicht beim Also Rad ich bin einfach gerne Rad gefahren, ja, und ja. Mit 11 bin ich dann im Verein. Ja. Was hast du jetzt so für ein Renngewicht? Also du hast mir vorhin fünfmal versucht zu erklären, dass du zu fett bist. Ja, unglaublich. Ich lache dich immer noch aus dafür? Meine Waage muss weg, glaube ich. Mhm. Ja, 66, 67. Mhm. Ich war eigentlich auf 66 immer und jetzt steht irgendwie eine 67 vorne, aber das kann ja verschiedene Gründe haben. So viel leichter fahre ich, glaube ich, nicht mehr schnell. Wollte ich gerade sagen, das sieht auf jeden Fall sehr gesund aus noch, aber trotzdem dünn. Kannst du mal so eine Zahl reinwemsen, was du so treten kannst, wenn du mal gut kannst? So in Watt? Kannst du auch für dich behalten, aber... Ja, ich glaube, meine Schwelle gerade ist bei 370 Watt, das ist ja immer interessant für die meisten. Ja, genau. Ich glaube auch nicht, dass es so ein Geheimnis ist. Das ist übrigens ganz spannend. Meine ist ungefähr 100 Watt tiefer, aber weil sie hatte vorhin, dass wir da hochgefahren sind, einfach... pauschal schon mal 100 Watt weniger, ja. Während wir gleich schnell gefahren sind. Also ungerecht, ist eine Diskrepanz von 200 Watt. Ich glaube, ja. Du bist gut im Radsport. Ja, ja, das sind glaube ich 5,6 Watt pro Kilo an der Schwelle, also da geht auch mehr. Aber ich glaube, dass ich da noch eine gewisse Spritzigkeit habe, immerhin. Ja. Ja, und was ist Schwelle und Zahlen, ne? Und vor allem, die Ergebnisse inzwischen habe ich auch gelernt, was kannst du nach 4 oder 5 Stunden. Das ist und das war bisher immer mein Schwachpunkt. Ja. Und letzte Frage dazu, bist du eher so ein Sprinter-Typ oder doch eher der Bergfahrer? Also du bist ja so ein Zwischending irgendwie, ne? Ja. Du bist ein leichter, spritziger Typ. Ja, auch gewichtsmäßig, genau. Und damit lässt sich dann auch teilweise gar nicht so viel anfangen. Weil ich brauche nicht auf den Sprint warten, das wird nichts. Und berghoch bin ich meistens auch, wie gesagt, ich bin noch nicht so viel lange Berge gefahren. Aber da sind schon immer ein paar stärker. Aber wie gesagt, ich mache es ja auch noch nicht so lange als echter Straßenfahrer. Mal gucken, wo es hingeht, aber ich glaube, dass ich da schon relativ spritzig bin. Aber auf jeden Fall auf schnelle Tempi relativ lange durchziehen kann. Mhm. Man muss sich nur die Rennsituation schaffen, wo das was bringt. Also ich glaube, dass ich so bei Spitzengruppensachen
dann schon ganz gut bin. Mhm. Bloß so ist meistens, sind die wenigsten Radrennen. Die meisten sind irgendwie sehr ruhig und dann sehr schnell. Ja. Und das so eine Spitzengruppensituation, wo man sich langsam kaputt fährt, das ist eher selten, da muss alles passen. Mhm. Da muss ich noch ein bisschen finden, den echten Rennfahrertyp. Gut, dann bedanke ich mich schon mal, dass wir das heute mit dir mal machen konnten. Hat echt Spaß gemacht. Nachher muss ich mein Rad erstmal putzen und entstauben und meine Beine auch. Wir eiern jetzt noch zurück. Und ja, danke. Bis zum nächsten Mal. Läuft, ja, komm, ist da. Sollte da sein. Willst du da noch einen Gruß da lassen für Fossi, oder? Ich meine, letztlich ist es ja ein Zeichen dafür, dass Fossi auch einen guten Job gemacht hat, oder? Ja, muss er halt schlechtere Pläne schreiben. Nö, ja, stimmt schon. Und, kann er so und so sehen. Vielleicht kann ich dir hier eine Krone jetzt einblenden auf den Kopf. So, liebe Kinder, das war's jetzt für heute. Vielleicht kann man mir das ansehen. Ich bin ein bisschen platt. Es waren jetzt nur irgendwie 2,5 Stunden am Ende des Tages, aber die haben sich auf jeden Fall gelohnt. Am Ende sind wir noch ein bisschen Straße gekullert, um die Sache rund zu machen und die Beine auszuschütteln. War wirklich mal von der Charakteristik eine andere Geschichte. Vor allem gab es leider keinen Kuchen. Ich hoffe natürlich, euch hat es trotzdem Spaß gemacht. Ich werde mir erstmal ein bisschen erholen jetzt und vielleicht finde ich irgendwo ein schönes Kaltgetränk. Vielen Dank auch nochmal für die ganzen Kommentare und eure Likes bei den letzten Videos, speziell jetzt beim letzten Video mit Charlotte. Hat mich sehr überwältigt, muss ich sagen. Und das Sockenausloseverfahren wird jetzt gleich noch stattfinden. Hänge ich euch hinten ran. Ich sage schon mal herzlichen Glückwunsch, wer auch immer dann jetzt gleich gewinnen wird. Bleibt mir treu, sagt es vielleicht auch weiter, lasst ein Like da und ein Abo und dann sehen wir uns vielleicht auch beim nächsten Mal wieder. Walze drücken wir natürlich die Daumen. Ach so. Und wenn ihr auch diesmal ein paar Socken gewinnen wollt, ja, dann setzt doch einen Kommentar runter. Diesmal heißt das Motto Hashtag Ich will die Wahoo-Socke. Also, bis dann. Ciao, ciao.